So eine Szene habe ich auch vorgefunden, vor Jahren, als es noch möglich war, bei einer Taufgesellschaft mit vielen Gästen zu sein. Und an der Garderobe hat sie das gezeigt, dass sie über und über voll Mäntel war. Meiner war auch dabei. Und ich war dann aber einer der letzten Gäste, eigentlich der letzte. Und es ist ja dann bei der Garderobe ein Glück, man geht hin, nimmt seinen Mantel, zieht ihn an und ich ziehe ihn an und ich merke, der passt nicht. Der Mantel, der ist irgendwie zu groß. Und ich probiere ihn daheim wieder und denke mir, der Mantel ist zu groß. Ich rufe bei der Taufgesellschaft an, bei den Eltern. Aber es hat sich niemand gemeldet. Niemand außer mir hat es gespürt, dass der Mantel nicht richtig passt. Mit so einem Mantel kann ich nicht weiter sein. Und es war klar, ich brauche einen neuen Mantel. Und es war mir klar, es darf kein dunkler Mantel mehr sein, der so leicht verwechselt wird. Und ich habe mich auf dem Weg ins Geschäft gemacht und habe mir einen neuen Mantel gekauft. Und der ist es dann geworden. Aber ich habe auch noch einen anderen Mantel anprobiert, der mir sehr gut gefallen hat. So ähnlich wie der, aber hier hatte er so ein weißes Schild und da ist was drauf gestanden. Daniel Hechter. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, wer das ist und um was da geht. Und ich frage den Verkäufer, der mich sehr höflich und kompetent bedient hat, ob man das nicht einfach wegschneiden kann. Und er zuckt zusammen und sagt dann, dieses Schild ist eigentlich der Grund, warum Menschen diesen Mantel kaufen. Ah, habe ich verstanden. Dieses Schild zeigt, dass man was Besonderes ist. Und wenn ich diesen Mantel kaufe, dann mache ich mir vor und den anderen, dass ich, weil ich eben einen besonderen Mantel habe, etwas Besonderes bin. Ja, manchmal wird mir was vorgemacht und wenn ich eigentlich genau spüre, wird mir ganz oft was vorgemacht. Da sind perfekte Homepages, dann sind perfekte Prospekte und die Auslagen sind perfekt und die Verpackung ist perfekt. Und ganz oft geben es mehr vor, als wie es wirklich ist. Und ich fahre durch unsere Dörfer und ich sehe immer perfektere Häuser und perfektere Gärten. Alles perfekt. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir glauben, dass wenn alles optimiert ist und alles perfekt ist, die Fassade und das Outfit stimmt, dann ist alles gut. Ich freue mich über meinen Mantel und ich freue mich über so manch andere schöne Dinge. Und indem ich das so spüre, merke ich auch, wie es mich beängstigt, wenn sowas so viel vorgemacht wird.
so was außen so scheint und innen nicht stimmt. Ich denke ja, wenn das so wunderbare, perfekte Dinge sind, das einzig nicht Perfekte ist dann der Mensch, der es trägt oder der drin wohnt. Und ja, und von daher ist natürlich auch die Frage, was ist denn hinter deinem tollen Mantel, unter deinem schönen Mantel? Ich habe einen Pullover angezogen, der violett ist. Violett. Diese Farbe, die kommt manchmal auch an unserem Körper vor. Dann nennen wir es aber nicht violett, sondern wir sagen, es ist ein blauer Fleck. Ja, manchmal haben wir blaue Flecken am Körper. Da stoßen wir uns an, da tun wir uns weh und es gibt einen Schmerz und dann gibt es diesen blauen Fleck. Und wenn dieser blaue Fleck da ist, dann weiß man ganz genau, es wird wieder gut. Im Advent, den es ja in unserer Welt kaum mehr gibt, weil wir Vorweihnachtszeit haben und uns da auch was vormachen, dass wir halt gleich Lichter, Glanz machen und alles voller Geschenke ist, ist die Farbe Violett, die dann sagt, Heilung steht bevor. Heilung steht bevor. Ja, wenn ich meinen Mantel öffne und dieser violette Pullover zum Vorschein kommt, dann sagt er mir, ja, du hast auch blaue Flecken am Körper, aber viel mehr an der Seele. Blaue Flecken an der Seele, die mir das Leben zufügt, die mir andere zufügen und die mir manchmal in unverständlicher Weise selber zufüge. Und dann kommt es nur so, dass ich anderen blaue Flecken zufüge. Diese blauen Flecken zu verstecken, ist das die beste Möglichkeit? Oder darf ich sie wahrnehmen, so wie ich bin, eben vergänglich, verletzlich? Weihnachten, da feiern wir die Geburt von Jesus Christus, von dem wir sagen, er ist der Heiland. Es ist, glaube ich, entspannend und gut und entspricht unserem Leben, dass wir eben nicht ohne blaue Flecken davonkommen. Und es ist gut zu glauben und zu spüren und zu wissen, der blaue Fleck sagt, Heilung steht bevor.
Ich spüre, wie es mir entlastet, wenn ich immer wieder mal aufhören kann, mir und anderen was vorzumachen. Wenn ich Zeit, Orte und Menschen und Begegnungen habe, an denen ich so sein darf, wie ich bin, eben auch verletzlich und mir bewusst machen darf, dass ich vergänglich bin. Ich habe heute meinen violetten Pullover angezogen, der sagt, Heilung steht bevor, und die kann ja nur bedeutsam sein, wenn ich spüre, dass es Schmerzliches, Verletzendes in meinem Leben gibt. Und wenn das heilen soll, dann hilft nicht ein Pflaster drauf zu kleben. Menschen sagen ja, Zeit heilt Wunden. Und ich glaube, dass das gar nicht stimmt. Weil wenn man die Wunden nicht versorgt, dann werden die geschwürig. Und noch schlimmer wird alles. Und es gibt so eine Blutvergiftung. Heilen braucht Zeit. Das stimmt. Und es braucht eine Zuwendung und eine gute Pflege. Wie mein Vater verstorben ist, habe ich irgendwie vor Jahren intuitiv seine Krawatte mitgenommen und seinen roten Pullover. Den hat er immer an besonderen Tagen angezogen und ich ziehe ihn jetzt auch manchmal an. Und wenn ich ihn anziehe, dann spüre ich jetzt immer mehr, dass ich irgendwie mit seiner Zuwendung, mit seiner Liebe, mit seiner Geborgenheit in Berührung bin. Also mein Vater, der hat auch seine anderen Seiten gehabt, aber ich spüre diese Momente der Liebe, die waren für mich sehr heilsam. Wunden heilen braucht Zuwendung und Liebe. Und dass die blauen Flecken unserer Seele heilen können, brauchen sie wahrscheinlich ganz viel Liebe. So viel Liebe, dass manche Menschen überfordert sind, das sich gegenseitig zu geben. Und von daher bleibt die Sehnsucht nach einer großen, tiefen Liebe, die heilt.
das ist das, was unser menschliches Leben prägt. Die Sehnsucht nach Heilung und Wohlfühlen, Geborgensein und diese Sehnsucht nach Liebe, die wir uns ja manchmal in Augenblicken schenken können. Hoffentlich haben Sie das und habe ich das immer wieder auch schon erlebt in meinem Leben. Da sagen wir, da berührt sich Himmel und Erde. Und gleichzeitig bleibt die Sehnsucht nach dieser Liebe, die wir einander gar nicht geben können. Und so glauben Menschen, dass Gott die Liebe ist. Sehr erstaunlich, dass Christen glauben, dass Gott die Liebe Gottes in einem kleinen Baby Mensch wird. Heute feiern wir das. Einem kleinen Baby feiern wir, die Liebe Gottes wird Mensch in Jesus. Und es kommen die Hirten und heute stehe ich vor der Krippe und ich darf ihn bringen. Die blauen Flecken meiner Seele, ihm, von dem wir sagen, er ist der Heiland. Und ich lege meinen roten Pullover dazu, zu ihm, von dem wir glauben, dass er der Ursprung aller Liebe ist. Dieses Baby, dieses kleine Kind vorfinden, von dem angekündigt wird, dass es der Messias ist, der Heiland, die menschgewordene Liebe Gottes. Dann kann ich heute nur staunen und ich staune darüber, dass diese Liebe Gottes Mensch wird und als Vater und als Opa kann ich ja schon spüren und mich erinnern und ich spüre es ja täglich, wie so ein Kind das Leben verändert, obwohl es am Anfang gar nichts kann. Diese Liebe, die verändert. Was für Sehnsucht in mir und bei vielen Menschen, dass diese Liebe wächst, gedeiht und hoffentlich nicht verkommt. Von daher ist es so wichtig, dass wir Weihnachten feiern, immer wieder neu,
auf dieses Kind in der Krippe schauen, auf dieses hilflose Baby, Mensch gewordene Liebe Gottes, die heilt und die uns berührt und die Unglaubliches möglich machen kann. Die Hirten haben zurückgemusst an ihre Arbeit und die Feiertage sind schnell vorbei und natürlich kann auch ich nicht an dieser Krippe stehen bleiben. Und mein Pullover wird mir weiter an die Liebe von meinem Papa und von meiner Mama erinnern und vor den vielen Menschen um mich herum, die es gut mit mir meinen, die mich annehmen, mir Geborgenheit schenken. Und mein Pullover wird mir jetzt auch erinnern an die menschgewordene Liebe Gottes. Nicht nur auf der Haut, sondern hoffentlich vor allem unter der Haut und im Herzen. Ja, ich kann auch die Verletztheit und die Vergänglichkeit nicht abgeben, aber ich darf spüren, dass er bei mir ist, dass er mich nicht allein lässt und dass das heilt. Im Moment und auf jeden Fall letztlich. Und ich wünsche mir und Ihnen, dass diese Erinnerung an die Liebe und an die Nähe Gottes und die Nähe der Menschen, wenn es für uns schwierig ist, wenn wir mit unseren blauen Flecken in Berührung sind, dass wir das bewahren und da die Hoffnung finden und uns darüber freuen können, dass wir das erleben und dass wir das glauben dürfen. So darf ich Ihnen jetzt viele heilsame Momente an Weihnachten wünschen, viele liebevolle Momente jetzt an Weihnachten. Mit Menschen, die Ihnen nahe sind, mit Menschen, mit denen Sie den Kontakt halten, auch in dieser schwierigen Zeit und in dieser Orientierung auf die menschgewordene Liebe Gottes hin. Ja, und natürlich muss ich meinen Mantel immer wieder anziehen, der mich schützt und wärmt. Und es ist doch ein Unterschied zu spüren, dass ich das Leben wahrnehmen darf,
wie es wirklich ist, dass ich mir und anderen nicht immer was vormachen brauche. Das wünsche ich Ihnen und mir an Weihnachten, dass wir dieses Leben und die Liebe, die menschgewordene Güte Gottes feiern können. Frohe Weihnachten. Ja, und jetzt möchte ich mich nur bei meinem Freund, dem Jakob Rattinger, bedanken, der jetzt diese Zeit so wunderbar mit seiner Musik begleitet hat. Vielen Dank und Ihnen jetzt nochmal ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.